Unser München mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei sind. Seit bald 11 Monaten tobt der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Energiepreise sind in der Folge stark gestiegen. Auch die Stadtwerke München mussten die Preise für Strom, Erdgas und Fernwärme anheben. Um Menschen mit geringem Einkommen zu helfen, durch diese teure Zeit zu kommen, gibt es Unterstützungsangebote von Bund und Stadt. Ein Element dabei ist der Wärmefonds, den die Stadtwerke München gemeinsam mit der Landeshauptstadt ins Leben gerufen haben. Jetzt kommt die Heizhilfe für alle einkommensschwachen Münchnerinnen und Münchner. Ab Mitte Januar bekommen sie Unterstützung durch den sogenannten Wärmefonds der Landeshauptstadt München und der Stadtwerke München. Geht es dabei darum, dass wir Menschen mit geringeren Einkommen, die sich nicht mehr jetzt ihre Heizkosten oder ihre erhöhten Abschlagszahlungen leisten können, unterstützen wollen. Das heißt, in Zukunft können Menschen, die zum Beispiel schon Wohngeld beziehen, die einen Kinderzuschlag bekommen, die BAföG bekommen, mit einem eigenen Haushalt oder wir haben ja die eigene Armutsgefährdungsschwelle nochmal mit bestimmten Grenzen nochmal festgelegt. Das heißt, die Menschen, die einen grauen Münchenpass haben, hier zusätzlich zu unterstützen. Sie können einen Antrag stellen, oft sehr schnell und sehr unbürokratisch, wo man zusätzlich sich eine Pauschale pro Jahr holen kann für diese erhöhten Kosten, dass man eben nicht im Stich gelassen wird und wir hier zusätzlich unterstützen wollen. Diese Pauschale beträgt pro Person, also die Person, die die Rechnung dann erhält, 700 Euro und pro weitere Person im Haushalt 300 Euro. Das Sozialreferat und die Wohlfahrtsverbände haben gemeinsam mit den SWM das Antragsverfahren festgelegt. So einfach wie möglich, aber Missbrauch soll möglichst ausgeschlossen sein. Die Stadtwerke München haben für die einkommensschwachen Haushalte Mittel von 20 Millionen Euro bereitgestellt. Es gehören da zum Beispiel StudentInnen dazu, die BAföG beziehen. Es gehören da Auszubildende mit einem eigenen Haushalt und einer Unterstützungsberechtigung dazu. Es gehören Menschen dazu, die unterhalb der Armutsschwelle, die wir für München definiert haben, leben. Das ist bei einem einzelnen Haushalt ein Betrag von 1.540 Euro netto, die quasi, wenn die nicht erreicht werden, dann begründen, dass man bei uns verschiedene Leistungen im Übrigen auch bekommt, das möchte ich bei der Gelegenheit auch gerne sagen, aber eben jetzt eben auch die Heizkostenpauschale bekommen kann. Ein Zwei-Personen-Haushalt unter 2.310 Euro Nettoeinkommen oder eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren unter 2.770 Euro haben ebenfalls Anspruch auf den Wärmefonds. Insgesamt sind es geschätzt rund 10.000 bis 20.000 Haushalte. Ab 9. Januar gibt es auch eine Internetseite. www.wärmefonds.de und dort kann man alle Informationen finden, die man braucht. Auch ein Antragsverfahren. Ein Antragsverfahren ist dort dargestellt. Der Antrag selber, den kann man runterladen, der kann dann ausgefüllt werden, muss aber dann bei den Verbänden oder bei der Stadt persönlich vorsprechen, weil das anders nicht geht. Einkommensnachweise muss man mitbringen und einen Verbrauchsnachweis. Das sind die wesentlichen zwei Sachen. Also muss nachweisen, dass man tatsächlich Energie bezieht. Mann oder Frau muss nicht Kunde der Stadtwerke sein, das ist ganz wichtig, sondern Münchnerinnen und Münchner, das heißt Menschen, die in München ihren Wohnsitz haben, können einen Antrag stellen. Die Pauschalen können an verschiedenen Standorten beantragt werden, bei Einrichtungen der Träger der freien Wohlfahrt sowie in den Sozialbürgerhäusern. Wir bieten die Antragstellung in Einrichtungen an, die wir betreiben im ganzen Stadtgebiet. Derzeit sind es 20 Standorte, wo die Menschen hinkommen können und den Antrag stellen können. Und der Vorteil ist, dass diese Standorte ja schon gut etabliert sind, viel Kontakt mit Menschen haben. Das heißt, unsere Mitarbeitenden wissen ja auch schon, für wen das eventuell in Frage kommt. Wir können gezielt die Menschen ansprechen und von daher glaube ich, dass wir die Menschen da gut erreichen können. Mit dem Wärmefonds setzt die Stadt München ein Zeichen. Da die Belastungen im Ballungsraum besonders hoch sind, sollen Menschen mit geringem Einkommen nicht alleine gelassen werden. Sie sollen vor der Energiearmut bewahrt werden. Der braucht sonst nichts weiter vorlegen, genauso wie die Bezieherinnen.
Automaten, das klingt nach streng rationalistisch arbeitenden Maschinen, die mit viel Ernsthaftigkeit immer wieder die gleichen Prozesse durchführen. Nicht so in Automaten der aktuellen Ausstellung im Valentin-Karlstadt-Museum. Die hier gezeigten Automaten lassen mit viel Humor wohlgemerkt Stühle tanzen, Bilder verdrehen oder sogar die Kundschaft beleidigen. Und wer das noch sehen möchte, sollte sich beeilen. Karl Valentin als Strippenzieher des Absurden. Hier in Musik zu zweien steppt der Stuhl und nicht Liesel Karlstadt. Endspurt im Oberstübchen im Isartor. Nur noch bis 31. Januar steht hier die Ausstellung Automaten. Insgesamt 9 Klanginstallationen und Musikroboter hat das Künstlerduo Portmanteau mit Freunden gebaut. Im Alpinium wird zum Beispiel elektroakustisch eine Bergziegenherde simuliert. Hier im Sittichquirl zwitschert's fröhlich. Karl Valentin hätte mit all diesen Automaten seine wahre Freude gehabt. Es ist ähnlich schräg. Es hat so viel Fantasie, die es benötigt, um einem Valentin nahe zu kommen. Es ist skurril. Sie werden bestens amüsiert. Sie kriegen was fürs Herz, fürs Kopfkino, für mechanisch interessierte Menschen, Sachen zum Überlegen, wie funktioniert es eigentlich. Und es ist für jeden was dabei. Das können Sie mit Kindern allen Alters machen. Das macht den Erwachsenen Freude. Einmal 50 Cent eingeworfen und in Disassemble Ensemble scheppert's, lärmt's, kracht's und blinkt's. Doppelte und dreifache Dissonanz in höchster Harmonie. Abgecycelte Materialien sind es, die Portmanteau in ihren Werken verwendet. Das Künstlerduo findet sie auf Schrottplätzen, im Internet und überall dort, wo was günstig hergeht. Doch was war nun zuerst da? Das Material oder die Idee? Das vermischt sich. Meistens ist es so, dass wir Materialien finden, zu denen wir irgendwie glauben, einen Zugang zu haben. Und die besorgen wir dann, die kaufen wir, die sammeln wir ein und lagern sie ein. Und irgendwann kommt die Idee, weißt du was, da haben wir noch was im Regal. Das passt da hervorragend dazu. Und dann findet das den Weg in die nächste Installation im Normalfall. Also es ist ein bisschen ein sich inspirieren lassen und dann das Zeug aber auch da haben, wenn man es braucht. Wer keine Münzen dabei hat, dem hilft das Valentin-Karlstadt-Museum gerne aus. Garantiert kostenlos, ist aber hier der Grobian. Knopfdruck genügt und den automatischen Beleidiger gibt es ganz umsonst. Du Wadelbeißer, du Geschmackloser, das sag ich am Hausmeister. Sie ist eine der gefragtesten Theater- und Filmschauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Rund 40 Film- und TV-Rollen bislang, zahllose Rollen in diversen Theaterproduktionen. Dabei verdiente sich Katharina Marie Schubert ihre ersten Sporen in erster Linie in den Münchner Kammerspielen. Hier war sie von 2001 bis 2008 festes Ensemblemitglied. Nun feiert Katharina Marie Schubert ihr Comeback hier im Münchner Theater der Stadt. Mit den Stücken Effingers und Hungry Ghosts. Aber hast du hier Schokolade? Ich hab doch gesagt, du sollst abends keine Schokolade essen. Nach 13 Jahren ist Katharina Marie Schubert an die Münchner Kammerspiele zurückgekehrt. Als Gastschauspielerin hier in Hungry Ghosts von Anna Smolar und hier rechts im Bild in Effingers von Gabriele Tergit. Was? Poulard farci à la Napolitaine. Und Salat Romain und Champagner. Heimsieg Monopol. Und ja, hinterher Ananas en Surprise, wie immer. Ja, es hat sich alles natürlich verändert. Das es sind ganz andere Leute. Es ist wirklich eine ganz andere Zeit. Ich meine, da sage ich ja nichts Neues. Es ist sowieso alles immer anders und natürlich mit anderen Teams, mit anderen Intendanzen und so weiter. Auch dazwischen war ja eine ganze Zeit, die ich nicht erlebt habe, wo ganz viel passiert ist, wo Leute jetzt auch schon 10 Jahre hier sind, die ich noch gar nicht kenne. Also es ist alles ganz anders, aber ich empfinde es als total offen und bereichernd. Also, und wirklich anders, ja. Passieren! Frau Nachbarin! Oh Gott, mein Mann! Psst, sei still! Frau Nachbarin, ich bin's! Hungry Ghosts ist eine musikalische und choreografische Reise in unsere tiefe Seelenlandschaft. In unserem Stück spiele ich die Rolle einer Schauspielerin, Charlotte, die mit ihrer Mutter zusammen eine Farce probt.
also so ein Louis de Finesse-Abend. So, und plötzlich ist sie nicht mehr lustig. Plötzlich hat sie ihr komisches Talent verloren, ihren Rhythmus verloren, alles verloren, weil sie irgendwie immer Kopfschmerzen hat, Gleichgewichtsprobleme und irgendwie nicht weiß, woher das kommt. Und sie legt mit ihrem Ausfall natürlich auch diese ganze Theatergruppe lahm. Es geht um eigentlich, wie sagt man, Traumaübertragung. Also es gibt dieses Phänomen in der Psychologie und also auch in den Menschen, die das erleiden, dass man sozusagen eigentlich das Trauma der Mutter oder des Vaters hat im Krieg, hat in seiner Kindheit oder ihrer Kindheit was Schlimmes erlebt, als Tochter oder Sohn einfach übernimmt. Und dann wird man 40 und hat plötzlich Ohrenschmerzen und weiß nicht, woher die kommen, kann nicht mehr sehen, hat irgendwelche komischen Phänomene. Man rennt so 1000 Doktoren und Doktorinnen und es wird nichts Organisches gefunden. Und dann, und das ist sozusagen neu in der Wissenschaft, stellt man fest, es sind diese Traumaübertragungen und die kann man relativ einfach behandeln. Die sind gut zu heilen. Sie sollen verreisen zu meinem Bruder nach Paris. Oh, na, das könnte meine Idee sein. Nach ihrer Ensemblezeit in den Kammerspielen spielte Katharina Marie Schubert 7 Jahre im Deutschen Theater Berlin und im Thalia Theater Hamburg. Außerdem wirkte die heute 45-Jährige mittlerweile in rund 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu sehen ist Katharina Marie Schubert wieder am 16. und 17. Januar in Hungry Ghosts und am 3. Februar in Effingers. Außerdem sind weitere Gastrollen in den Kammerspielen in den nächsten Jahren geplant. Und wir machen jetzt hier in unser München weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das war nie meine Absicht. Ich stehe für alle Werte, für die ihr auch steht. Ich distanziere mich von allem und finde alles gut, was ihr auch gut findet. Abschlussbälle, Cheerleader und Pokale. Wie schön war es doch auf der Highschool oder im Gymnasium. Die Sportler waren Bullies, die Nerds waren Nerds und die Mauerblümchen Mauerblümchen. So auch im Gymnasium, einer Produktion von Bonn Park und Ben Rössler für das Münchner Volkstheater. Wer das Stück noch nicht gesehen hat, hat nun Anfang Februar wieder zweimal die Gelegenheit. Es ist eine Highschool-Oper. Genau, das heißt, die Welt, die wir da sehen, ist angelehnt an die amerikanischen Highschool-Komödien. So. Das heißt, wir sehen auch die ganzen Archetypen aus diesen Filmen, den Nerd, das Mean Girl, den Sportler und sowas. Und was Bonn Park, den Autor und Regisseur, daran interessiert, ist eigentlich, in der Highschool gibt es so feste Regelsysteme, wie diese Dinge laufen und es gibt ganz klare Fronten zwischen diesen einzelnen Grüppchen. Und das hat ihn sehr an die heutige Situation erinnert. Wir haben irgendwie auch ein System, wo gerade viel über Meinung funktioniert und man sich sehr klar abgrenzt von anderen Meinungen, wo alle Leute so ein bisschen in ihren Bubbles sind. Und dazu kommt, in der Highschool läuft ganz viel über Gerüchte. Gerüchte sind irgendwie die primäre Informationsquelle. Und da gibt es dann auch die Latrine für die Latrinengerüchte. Niemand weiß mehr genau, was wahr ist und was nicht so. Es gibt eine große Verunsicherung in der ganzen Schule und das ist auch was Bonn Park interessiert hat und Parallelen gezogen hat zu einer Situation, wo wir gerade sehr viele Halbwahrheiten haben und sehr viele Verschwörungstheorien, Aberglauben kommt wieder hoch und das wird auch eine große Rolle spielen bei uns. Es ist ein ganz eigenes Konglomerat aus Themen. Es gibt diese Highschool-Welt, dann wird das alles in einer Opernform vorgetragen. Dann gibt es noch Mittelalterbezüge, die da auch reinkommen, die mit dem Aberglauben und Verschwörungstheorien zu tun haben und mit Dynamiken, wo, wie gesagt, man sich sehr klar abgrenzt von anderen Meinungen und ganz unsicher ist in der Meinung. Gymnasium ist aber auch ein Terrarium voller unverrückbarer und sozialer Strukturen. Und dazu ein dicker Haufen Sex, Drugs und Herzschmerz. Wieder am 7. und 8. Februar im Münchner Volkstheater. Das war's schon wieder mit unser München. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch weiterhin eine angenehme Zeit. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen.